Travelbike und Fahrradfahren ist eines der schönsten Beschäftigungen. Und damit das Ganze so richtig viel Spaß macht, braucht man natürlich die perfekten Gadgets. Und deswegen stelle ich euch heute 7 Gadgets fürs Fahrradfahren vor. Im Übrigen wird es auch ein Gewinnspiel geben, also unbedingt aufpassen. Und man kann diese Gadgets auch gut zu Weihnachten verschenken. Und ja, ich starte gleich mal rein. Und zwar mit Minipumpen. Nicht irgendeine Minipumpe, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass günstige Minipumpen mich einfach nur ärgern. Ich dafür entweder zu blöd bin oder die Minipumpen nichts getaugt haben. Ich habe die Ventile verbogen, habe nicht wirklich Luft reinbekommen. Und ganz ehrlich, wenn ich eine Panne im Wald habe, bin ich sowieso schon genervt. Und wenn dann das Werkzeug nicht funktioniert, könnte ich ausrasten. Und deswegen habe ich mir dann irgendwann diese Lisein-Pumpe zugelegt. Die hat nämlich den Vorteil, die hat, tata, so einen Schlauch. Und damit hat man einfach genug Platz. Ja, da fällt auch schon was raus, was ich euch zeigen möchte. Nämlich ein Adapter für die Tankstelle. Falls ihr wirklich mal eine große Panne habt, braucht viel Luft, dann kann euch so ein Adapter und natürlich eine Tankstelle weiterhelfen. Weil wenn ihr keine Autoventile habt, dann braucht ihr so einen Adapter. Habe ich immer hier verstaut, deswegen ist er jetzt rausgefallen. Ja, auf jeden Fall, dieser Schlauch hat halt den Vorteil, dass man genug Platz hat, das Ventil nicht verbiegt und finde ich einfach klasse. Man bekommt hier auch wirklich gut Luft rein mit den Lisein-Pumpen. Ich habe hier noch Panzertape rumgeklebt, falls man irgendwas auch immer mal kleben muss. Die Pumpen von Lisein gibt es auch ein bisschen kleiner, also die ist wirklich mini, die habe ich an meinem Travelbike am Fahrrad dran. Und das war übrigens auch ein Fehler, den ich schon begangen habe, ist, ja, ich habe 2 Bikes und habe dann immer meine Pumpe gewechselt von Fahrrad zu Fahrrad. Und natürlich bin ich eines Tages losgefahren und die Pumpe war an dem anderen Fahrrad. Und genau an diesem Tag hatte ich natürlich einen Platten gehabt. Ja, so kann es manchmal gehen. Deswegen für jedes Fahrrad unbedingt eine Pumpe haben, damit man sowas verhindert. Ach, genau, Gewinnspiel. Es gibt eine Lisein-Pumpe zu gewinnen, und zwar eine Crip Drive HV von Lisein. Um bei dem Gewinnspiel mitzumachen, müsst ihr meinen Slogan wissen. Also ich sage ja immer, schwing schon aufs Bike und das müsst ihr in die Kommentare reinschreiben. Ja, nicht sowas ganz Einfaches wie im letzten Gewinnspiel, weil ich einfach möchte, dass nicht jeder bei diesem Gewinnspiel mitmachen kann, der zufällig irgendwie sieht, oh, hier gibt es was zu gewinnen, sondern es soll an euch gehen, die regelmäßig meine Videos schauen, kommentieren, Like da lassen, weil ja, schließlich ohne euch könnte ich das Ganze hier nicht so machen, wie ich das Ganze mache. Aber genug über Pumpen geredet, ich lege die mal dahin. Der nächste Punkt. Gadget ist ein, wie heißt Flaschenhalter. Und zwar ist das ein seitlicher Flaschenhalter. Man kann die Flasche seitlich entnehmen. Und das hat den Vorteil, wenn man zum Beispiel einen kleinen Rahmen hat und hier eine Rahmentasche. Dann muss man nicht wie hier, das ist jetzt ein normaler Flaschenhalter, die Flasche so nach oben rausnehmen, sondern kann die eben seitlich rausnehmen. Ich habe nicht so das Problem, weil mein Fahrrad, also ich habe einen großen Rahmen, aber ich finde es generell schon sehr hilfreich, die Flasche einfach seitlich rauszunehmen. Ich werde unten ein paar verlinken in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne mal reinschauen. Ah, hier rüber uns das. Das nächste Gadget ist Kabelbinder. Total einfach, leicht, deswegen sollte man das auch immer dabei haben. Es kann sein, also ich hatte schon 2-3 Mal den Fall, dass wenn man zum Beispiel außen verlegte Züge hat, dass irgendein Zug abgeht, also diese Halterung abgeht und dann schleift es irgendwo am Rahmen und ja, Kabelbinder drum und dann ist die Sache erledigt. Ich habe das hier so zusammengeknüllt, weil das bei mir bei hier unten eine Kugelachse drin ist. Und dann kümmert mich das auch nicht, wenn es irgendwo in der Tasche rumfliegt, sondern ist einfach außer Sicht und ja, immer mit dabei. Das nächste, was ich sehr praktisch finde, ist eine Oberrohrtasche oder was auch immer. Es gibt auch kleine Satteltaschen. Diese hier macht man hier oben dran. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das im Bild ist. Und da habe ich mein komplettes Werkzeug drin, dass ich nicht irgendwie erst anfangen muss, wenn ich losradel, mir irgendwas in die Trikottasche zu stopfen, sondern ich habe mit dieser Tasche einfach mein komplettes Werkzeug mit am Start.
Wenn ich länger unterwegs bin, packe ich hier auch noch ein paar Snacks rein. Also hier ist wirklich ausreichend Platz. Die Tasche ist von Restrap, werde ich euch unten auch reinpacken. Gibt es übrigens auch einen Rabattcode. Und ja, wer noch ein bisschen mehr mitnehmen möchte, jetzt vielleicht im Winter noch eine Weste oder eine Jacke oder Brötchen, was auch immer, da habe ich immer eine Rahmentasche, die ist dann hier am Rahmen, die ist bei mir auch standardmäßig dran und finde ich einfach super praktisch. Was man zum Beispiel auch in so eine Rahmentasche oder Oberrohrtasche reinpacken kann, ist so ein ganz kleiner Handyhalter. Falls man kein Navigationsgerät hat und doch mal irgendwie länger unterwegs ist und gerade bei schönem Wetter ist das sehr, ja, für mich ist es schon sehr häufig passiert, dass ich dann doch ein bisschen noch auf Erkundungstour gegangen bin und dann kann ich halt mein Handy rauspacken, kann das hier vorne dran machen, kann mit Komoot immer schauen, wo ich bin. Zurzeit ist diese, also ich habe ja mittlerweile ein Navigationsgerät, deswegen navigiere ich nicht mehr mit dem Handy, aber für alle, die ab und zu mal mit dem Handy navigieren, ist es eine super Handyhalterung. Wer jetzt regelmäßig mit dem Handy navigiert, würde ich vielleicht schon ein bisschen mehr Geld investieren. Aber ich finde, die ist halt super elastisch. Kannst du einfach in den Rucksack oder in die Oberrohrtasche packen, hast du immer dabei. Momentan ist die hier am Fahrrad vom Rolltrainer dran, damit wir unser Handy hier dran spannen können und während unserem Training hier sehen, was abgeht. Das nächste sind Sonnenbrillen. Oder generell auch normale Brillen. Ich habe sie jetzt schon wirklich sehr oft vorgestellt, aber trotzdem findet sich immer wieder ein Kommentar, der fragt, welche Brille trägst du? Also die Brillen sind von Scirocco und ich finde, erst wenn man mal ohne Brille fährt, merkt man erst, was man an so einem guten Stück hat. Man hat keine tränenden Augen mehr, einem fliegt nichts ins Auge oder was auch immer. Und die Sonne blendet einen nicht. Also hier ist jetzt ein Photochromic-Glas dran. Das passt sich den Lichtverhältnissen an. Und ich habe hier noch so einen Einsatz, wo meine Sehstärke drin ist. Den Einsatz kann man bei Scirocco mitbestellen. Findet ihr unten in der Videobeschreibung den Link. Und mit diesem Einsatz geht ihr zum Optiker, lasst eure Sehstärke reinmachen. Und dann ist die Geschichte abgehakt. Gibt auch Wechselgläser. Hier ist jetzt ein klares drin. Und ja, also Brille. Darf bei mir auf jeden Fall nicht fehlen. Das letzte Stück, was ich wirklich sehr, sehr praktisch finde, ist eine Cycling-Kappe. Hat den Vorteil, man kann, also wenn es jetzt richtig regnet, kann man hier mal ein bisschen runterklappen. Vorausgesetzt, es bleibt unten, ist es halt meistens so, deswegen ist es schon so eingebogen, dass einem nicht so der Regen hier reintratscht, sage ich mal, oder wenn die Sonne irgendwie so steht, dass einem so die Sonne nicht ins Gesicht kommt. Man verbrennt sich die Kopfhaut nicht, für alle, die nicht so viel Haar haben wie ich. Aber ich habe auch einen Scheitel, den verbrenne ich mir sonst im Sommer auch, wenn ich viel draußen fahre, also nicht im Wald. Der Schweiß läuft einem nicht so ins Gesicht und im Winter hält es natürlich das Köpfchen auch ein bisschen warm. Ich habe die zum Beispiel auch schon, jetzt bin ich wahrscheinlich ganz strubbelig, zum Joggen angehabt, weil beim Joggen brauche ich nichts irgendwie über die Ohren oder so. Da reicht mir einfach, dass mein Kopf ein bisschen bedeckt ist. Also ja, finde ich ein absolutes Muss beim Traveln. Ja, Cycling Cap zum Beispiel hier von Triple Two. Oder ein Buff, gerade jetzt im Winter, eine super Ergänzung zu so einer Kappe. Ziehe ich mir ganz oft über die Nase, weil die friert irgendwie immer ein. Kann man sich notfalls auch über den Kopf ziehen. Jetzt bin ich richtig strubbelig. So als, nee, ich mach's jetzt nicht, aber so als Mütze oder was auch immer. Schweiß abwischen, auch sehr hilfreich. Und notfalls kann man da auch mal seine dreckigen Hände abputzen, falls man irgendwas Mechanisches am Bike gemacht hat. Okay, genug Quatsch gemacht. Das war auf jeden Fall das letzte Produkt. Denkt an das Gewinnspiel. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben und Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Jo, ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit und ja, jetzt kommt es. Schwing dich aufs Bike und travel and ride. Bye bye! Ach, Schneidersitz. Oh, das war zu lange. Oh, schwer da alles. Oh, Scheiße.